Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blaskovich? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner Geheimbasis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis, Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Sie und ich, Blaskovich. Als Team, wir schaffen das. Also gut, Ihre Tarnung ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Gut. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben, kein Wort und mir nach. Klar? Kommandant Franz aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird? Ach, scheiß drauf. Willen stramm stehen, Fritz. Jäger kommt gleich. Jawohl, er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Hier, bitte sehr. Alles klar.
Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. So ein komischer Kraut. Die spinnen die Arme. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Kommandant Frank. Hotdog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter.